Servus, Klaus Schwab, Sie kennen ihn alle, legt, so wie es ausschaut, den Vorsitz des Weltwirtschaftsforums nieder. Ich habe da ein paar Hinweise bekommen von Zuschauern. Ob ich das einwerten kann? Nein, das kann ich natürlich nicht. Also es scheint so zu sein, dass er nach 5 Jahrzehnten diesen Vorsitz da aufgibt. Ob sich deshalb was ändert, wissen wir nicht. Ob es besser wird oder schlechter, genauso wenig. Und wer weiß, vielleicht war er ja einigen mit seinen 86 Lenzen auch gar nicht mehr scharf genug. Ich bekam noch ein paar Hinweise zum 2+4-Vertrag, denn dieses Thema wird ja offensichtlich momentan als frische Sau durchs Dorf getrieben. Unter anderem, ich zitiere kurz aus einer der E-Mails, die ich hier bekommen habe. Hallo lieber Thomas, nun komme ich einfach mal so durch. Grüße Sie und auch Ihre liebste Monika. Von letzterer zuletzt ja leider nichts mehr gehört. Monika, glaube ich, hatten wir noch nie, oder? Hatten wir schon mal eine Monika? Keine Ahnung, also ich kann mich an keine erinnern. Nee, ich kann mich an eine Cornelia erinnern. Aber gut, kann man ja mal durcheinander bringen. Also dann schreibt er Respekt und Anerkennung vor Ihrer Arbeit und so weiter. Also sehr nett, sehr freundlich, sehr lobend. Und dann kommt er aber zur Sache. Warum ich aber schreibe und ich von Ihnen vermisse, wahrscheinlich und was ich von Ihnen vermisse, ist die aktuelle Behandlung des 2+4-Vertrages mit Ihren interessanten, sicherlich entscheidenden Neuigkeiten und Ihre Einschätzung dazu für eine europäische Friedensordnung und so weiter. Ja, und da das nicht das einzige E-Mail war und die einzige Nachricht, die ich bekommen habe im Zusammenhang mit dem 2+4-Vertrag, gehen wir heute mal auf diesen 2+4-Vertrag ein. Als erstes würde ich mal sagen, werfen wir doch gemeinsam einen Blick in diesen Text dieses Vertrages. Hier haben wir den Vertragstext, sehr einfach zu finden, braucht man nur in eine Suchmaschine einzugeben. Und da sehen wir schon links, hier links, ein Inhaltsverzeichnis und dieser Vertrag besteht nur aus 10 Artikeln. Das ist also auch für jeden wirklich schnell und leicht zu lesen. Ich zitiere mal kurz aus dem Anfang des Vertrages. Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland. Die Bundesrepublik Deutschland, die Deutsche Demokratische Republik, die Französische Republik, die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, das Vereinigte Königreich, Großbritannien und Nordirland und die Vereinigten Staaten von Amerika. In dem Bewusstsein, dass ihre Völker seit 1945 miteinander in Frieden leben, eingedenk der jüngsten historischen Veränderungen in Europa und so weiter, haben hier Verschiedenes entschlossen und auch beschlossen. Nein, entschlossen heißt es hier. Artikel 1. Das vereinte Deutschland wird die Gebiete der Bundesrepublik Deutschland, der Deutschen Demokratischen Republik und ganz Berlins umfassen. Seine Außengrenzen werden die Grenzen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik sein und werden am Tag des Inkrafttretens dieses Vertrages endgültig sein. Da wissen wir ja, manche sind da der Meinung, dass der damalige Kanzler Kohl hier einen gewissen Verrat betrieben hätte. Da wollen wir aber jetzt nicht weiter darauf eingehen. Im Artikel 2 heißt es, die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik bekräftigen ihre Erklärungen, dass von deutschem Boden nur Frieden ausgehen wird. Nach der Verfassung des Vereinten Deutschlands sind Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, verfassungswidrig und strafbar. Wer mehr Informationen haben möchte, was da steht, bitte einfach öffnen die Seite und selber lesen. Es wird noch viel geregelt, auch im Zusammenhang mit dem Abzug der damals noch in der DDR stationierten Sowjettruppen. Ja, nun stellt sich die Frage, was ist das nun mit diesem 2+4-Vertrag? Und ich bekomme da E-Mails, in denen steht als ganzer Text nur 2+4-1. Wie darf ich das jetzt interpretieren? Meint der Schreiber, der Schreiberling dann 2+4-1, also geht Russland raus?
Das hört man ja öfter, dass Russland hier gewisse Ideen hat, diesen Vertrag zu kündigen. Das wird ja ernsthaft in Russland diskutiert, das wird politisch diskutiert. Damit ein solcher Beschluss dann umgesetzt werden könnte, muss er drei Hürden nehmen. Die letzte wäre die Unterschrift des Präsidenten Putin. Soweit ich informiert bin, ist eine Hürde bereits genommen. Nur natürlich könnten die Russen argumentieren und sagen, ja, Deutschland verstößt hier ja permanent gegen diese Vereinbarung, gegen diesen 2+4-Vertrag. Denn, ich wiederhole nochmal den Artikel 2, den ich gerade ja schon zitierte, die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik, unterschrieben wird später, oder die Deutsche Demokratische Republik geht ja mit auf dann im Gebiet der Bundesrepublik. Also gilt das, was die Bundesrepublik macht, natürlich jetzt auch für die damalige Deutsche Demokratische Republik. Also die bekräftigen ihre Erklärungen, dass von deutschem Boden nur Frieden ausgehen wird. Nach der Verfassung des Vereinten Deutschlands sind Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, verfassungswidrig und strafbar. Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik erklären, dass das vereinte Deutschland keine seiner Waffen jemals einsetzen wird, es sei denn in Übereinstimmung mit seiner Verfassung und der Charta der Vereinten Nationen. Deutsche Demokratische Republik, man sieht sie heute kaum mehr, aber schon auch mal wieder schön, es so zu lesen. Je mehr die Staatenlenker, die Entscheidungsträger oder auch die Marionetten, deren Strippen ja von anderen gezogen werden, das Wort Demokratie in den Mund nehmen, desto weniger hat man am Schluss. Das erleben wir im Moment ja dauernd. Jetzt hat sich Deutschland am Krieg gegen Jugoslawien im Jahr 1999 beteiligt. Und da hat der Bundeskanzler, damalige Bundeskanzler Schröder, selber später zugegeben, dass dieser Krieg gegen das Völkerrecht verstoßen hat. Außerdem gibt es auch Verstöße gegen die Präambel, denn in der Präambel steht, entschlossen, die Sicherheitsinteressen eines jeden zu berücksichtigen, überzeugt von der Notwendigkeit, Gegensätze endgültig zu überwinden und die Zusammenarbeit in Europa fortzuentwickeln. Also kann man nun noch einiges finden, bei dem man feststellt, die Bundesregierung verstößt gegen diesen Vertrag. Und aus Sicht der Russen könnte es naheliegend sein, diesen Vertrag zu kündigen. Ja. 2+4-1. Die Frage ist nur, kann man den Vertrag kündigen? Ich habe ihn ja gerade durchgelesen. Lesen Sie ihn selber durch. Es gibt keine Kündigungsklausel in diesem Vertrag. Es gibt auch keinen Hinweis und keinen Text dazu, wie mit solchen Verstößen umzugehen ist. Der Vertrag musste ratifiziert werden. Und er ist damals ja von der Sowjetunion ratifiziert worden. Russland, was sich als Nachfolger der Sowjetunion sieht, könnte die Ratifikation zurückziehen. Naja, schwer beurteilbar, für mich sowieso, bräuchte man Spezialisten, aber ich denke, dass das juristisch äußerst heikel ist. Aber sie könnten es machen. Nur nehmen wir mal an, die würden das machen. Ja, was würde dann passieren? Wird dann die Berliner Mauer wieder wachsen? Hätten wir dann wieder die Teilung in West- und Ostdeutschland? Hätten wir dann wieder eine BRD und eine DDR? Nein, ich halte das für vollkommen abwegig. Es würde, wenn Russland die Ratifikation zurückziehen würde, überhaupt nichts passieren. Außer, dass sich die Hassreden gegen Russland, speziell auch aus unserem Land, weiter verschärfen würden. Das wäre das Ergebnis. Und Putin ist ein Legalist, der achtet sehr darauf, dass er sich an solche Vorgaben, an Recht hält. Und er kann sicher einschätzen, was die Wirkungen sein werden. Glauben Sie, dass Putin eine solche Entscheidung treffen wird, in dem Bewusstsein, dass anschließend überhaupt nichts passiert? Er würde sich ja selbst und sein Land lächerlich machen. Insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert. Das könnte nur passieren, wenn die Regierung Russlands für sich schon fest beschlossen hätte, Panzer nach Berlin rollen zu lassen.
Aber ob die dann den 2+4-Vertrag kündigen oder ob sie es vorher oder nachher machen, das würde in einer solchen Situation ohnehin keine Rolle mehr spielen. Also nur durch das Zurückziehen der Ratifikation des Vertrages würde aus meiner Sicht hier überhaupt nichts passieren. Und ich denke, dass die Russen das genau wissen. Die machen natürlich auch ihre Politik und auch ihre Propaganda zu Hause und wissen natürlich auch, dass das bei uns ankommt. Aber ich glaube, in dem Zusammenhang war es das dann schon. Und wir dürfen auch nicht vergessen, die letzte Waffe, die der Westen noch hat, gerade auch im Kampf gegen die BRICS, ist die Propaganda. Und für diese Propaganda hat sich der Westen selber die sogenannten Social Media geschaffen. Und da gibt es nun wahnsinnig viel an Informationen. Es wird jeden Tag eine andere Sau durchs Dorf getrieben. Aber das sehen ja nur die Leute, die auf X, also vormals Twitter, oder auf Facebook sich da gegenseitig unterhalten. Das ist reine Unterhaltung. Übrigens ist mir hier unangenehm auch aufgefallen, Scott Ritter, der sich ja häufig äußert zum Ukraine-Krieg, nach diesem Hubschrauberabsturz mit dem iranischen Präsidenten, denn da kam sofort aus allen möglichen Ecken, das war ein Anschlag dieses oder jenes Geheimdienstes. Wir wissen es nicht. Was mir speziell jetzt in dem Zusammenhang unangenehm aufgestoßen war, dass einerseits hier die Anschlagmöglichkeit ins Spiel gebracht worden ist, eigentlich schon als sicher fast dargestellt worden ist, und in dem Verhältnis, in dem Kontext dann auch Indien mit hineingezogen wurde, sodass also es so dargestellt wurde, als könnte Indien bei diesem Anschlag, von dem wir gar nicht wissen, ob es einer war, mitgewirkt haben. Und da sehen wir genau, was passiert. Es ist Propaganda, man versucht, die BRICS auseinanderzutreiben, was einfach nicht gelingt, weil China und Russland hier ihre Hand drüber haben und dafür sorgen, dass genau das nicht passiert. Und wir können davon ausgehen, und das betrifft auch solche Meldungen wie 2+4-Geschichten, diese Nachrichten werden von uns gelesen, aber diejenigen, die die Entscheidungen treffen, in Russland, in China, in Indien, werden ihre Entscheidung nicht treffen, auf der Basis einer Twitter- oder X-Meldung.